Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Rückspiegels, unserem Wochenmagazin für die Südwestpfalz. In dieser Woche waren wir wieder in der Region unterwegs und haben für Sie Interessantes zusammengetragen. Wir waren bei Ringen und Raufen, der Einweihung des Rathauses von Fischbach. Wir zeigen Ihnen ein aktuelles musikalisches Highlight von Kubik. Waren beim Jubiläum 50 Jahre Stadtrecht für Dahn und 30 Jahre Heimatverein Waldfischbach-Burgalben. Ringen und Raufen nennt sich das Projekt, das an zwei Grundschulen im Dahner Felsenland stattfand. Die Betreuer haben den Kindern mit spielerisch gestalteten Aufgaben einen konfliktfreien Umgang mit Misserfolgen gezeigt. Sehen Sie selbst. Der Landkreis Südwestpfalz finanzierte und organisierte das Projekt Ringen und Raufen. Am 16. und 17. April wurde das Projekt in der Grundschule Bruchweiler-Bärenbach und am 18. und 19. April in der Grundschule Hauenstein durchgeführt. Das Projekt wurde von Frau Elke Hamm organisiert, von der Kreisjugendpflege Südwestpfalz. Und genau, sie bat uns, dieses Angebot durchzuführen. Wir selber kommen aus Rodenbach bei Puderbach, ein kleines, aber feines Unternehmen, Germstadt Konzept, und führen diese Art von Trainings für Kinder und Jugendliche seit über 20 Jahren durch. Spielerisch kann ein Weg angeboten werden, Aggressionen im schulischen Alltag zu bewältigen. Die Inhalte des Projekts arbeiten vor allem auf konfliktfreien Umgang und Umgang mit Misserfolgen hin. Aber gibt es besondere Spielregeln bei den Aufgaben? Die besonderen Spielregeln sind sehr einfach gestrickt. Gerade bei einer ersten Klasse ist es wichtig, sie übersichtlich und überschaulich zu halten. Die drei Regeln sind Respekt, Aufmerksamkeit und Disziplin. Zusätzlich hat jeder das Recht, natürlich Stopp zu sagen, Stopp für sich zu sagen, aber auch natürlich Stopp für andere zu sagen. Das wird jedes Mal gut vorbereitet und natürlich auch nach jedem Spiel und nach jeder Übung reflektiert. Die Lehrkräfte und Schulsozialarbeit beteiligen sich an dem Projekt, um das gewonnene Wissen auch zukünftig bei ihren Schülern anwenden zu können. Zukunftsfähig muss es sein, den Bedürfnissen der Bürger entsprechen und offen soll es für jeden sein. Ein Ort, der dem Gemeinwohl dient also. Das ist ein Rathaus. Es ist Zentrum eines jeden Ortes und Fischbach hat nach der Renovierung nun endlich wieder ein Rathaus, das diese Aufgaben wieder voll erfüllt. Somit kann man in Fischbach positiv in die Zukunft sehen. Nach zwei Jahren des Umbaus erstrahlt das Fischbacher Rathaus wieder im neuen Glanz. Das Fest der Einweihung feierte Fischbach zusammen mit dem rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewenz und Landrat Hans-Jürg Dupré. Moderner und barrierefrei ist das Fischbacher Rathaus nach der Renovierung. Aber nicht nur das Rathaus ist wieder Schmuck hergerichtet. Schule, Rathaus, Mehrzweckhalle und der Rathausplatz stellen jetzt ein gelungenes Ensemble dar, wie es der Künstler ausdrücken wollte. Der ganze Rathausplatz hat jetzt ein gelungenes Ambiente. Das weit über 100 Jahre alte Gebäude wurde im Äußeren wieder in den Originalzustand versetzt. Im Prinzip wurde ein weiterer Stein in der Dorferneuerung gesetzt und unser gemeinsamer zweiter Platz beim europäischen Wettbewerb für Dorferneuerung mit unserer Partnergemeinde Ludwigswinkel nochmals untermauert. Äußerlich fällt aber am Rathaus eine Plakette auf. Sie verweist auf die gute Arbeit der Daniel-Theissen-Stiftung, die das Leben nicht nur der Fischbacher Nachbargemeinde Ludwigswinkel, sondern auch der Fischbacher immer wieder unterstützt. Das renovierte Rathaus weist mit seiner Modernität in erster Linie die Zukunftsfähigkeit aus, die Fischbach nun hat. Zum Festakt in der neu gebauten Mehrzweckhalle verwies nicht nur Landrat Dupré auf den demografischen Wandel, der Deutschland ereilt. Auch Roger Lewenz ging besonders auf dieses Thema ein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man sich unser Rheinland-Pfalz anschaut, wir haben im Augenblick 4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, dann weiß man, dass die demografische Entwicklung
die ja schon am Laufen ist, die noch stärker bewusst werden wird. Also wie verändert sich die Gesellschaft, die Alterszusammensetzung unserer Gesellschaft, die große Herausforderung für uns alle ist. Und gerade wir im ländlichen Raum und Rheinland-Pfalz ist dadurch geprägt, dass 90% unserer Gemeinden 2000 Einwohner oder weniger haben. Rheinland-Pfalz ist sehr ländlich strukturiert, haben natürlich mit dieser demografischen Entwicklung große Herausforderungen. Das Statistische Landesamt hat berechnet, dass wir von jetzt 4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner so in Richtung 3,7 Millionen und zurückentwickeln werden. Man muss nach vorne schauen, man muss Mut auch für Investitionen haben, Mut haben, Dinge anzupacken, um seine Gemeinde zu positionieren und nach vorne zu entwickeln. Fischbach sichere sich aber vor allem mit diesem neuen Verwaltungssitz ein Stück Zukunftssicherheit. Man ginge besonders auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ein. Dies zeigt auch der zweite Preis beim Europäischen Dorferneuerungspreis im vergangenen Jahr. Und beim nächsten Dorferneuerungswettbewerb auf europäischer Ebene ist womöglich sogar der erste Platz drin. Man muss es sich aber nicht unbedingt wünschen, wenn man weiß, was damit alles zusammenhängt. Ich weiß es. Möglich werden kann ein solcher Gewinn aber nur durch viel Engagement in der Gemeinde. Eine Gemeinde ist etwas, was zusammengehört, was eben auch Gemeinschaft ist. Bei aller Unterschiedlichkeit, die es natürlich auch in solch einer Gemeinde, in solch einer Gemeinschaft gibt. Und dass es diese Unterschiedlichkeit hier in Fischbach auch gibt, das weiß ich ja nun aus langjähriger Erfahrung auch. Aber dazu braucht man dann das Rathaus. Um diese Unterschiedlichkeiten auszuhalten, zu diskutieren und wieder in Gemeinschaft für die Gemeinde zusammenzuführen. Das ist der Sinn und Zweck eines Rathauses, in dem eben der Rat zusammenkommt und für die Gemeinde, für die Gemeinschaft die Dinge zu regeln, die zu regeln sind. Mit Stolz zeigte man in einer Ausstellung, was sich am Dorfzentrum alles verändert hat durch diese Bauarbeiten. Zum Abschluss des Festaktes segneten die Geistlichen des Ortes das Rathaus, damit es seine Funktion zum Wohle der Bürger erfüllen kann. Ihr Stil ist Progressive Rock einer besonderen Art. Thematisch dreht sich das Album der Band Circles um eine Dreiecksbeziehung mit viel Tragik und Leidenschaft. Man könnte das Album der fünf Jungs fast als lyrisches Gesamtkunstwerk bezeichnen. So bezeichnen es zumindest die Kritiker. Aber Sie können sich ja hier und jetzt einen Vorgeschmack holen und bei unserer Musiksendung die Hinterweidenthaler Band dann besser kennenlernen. Die Fahrt war schon sehr spaßig hierher. Die Location ist sehr cool und anfangs waren die Türen noch zu und jetzt geht's langsam los mit dem Einladen. Wir sind gespannt, alle nervös. Sehr geil. Wir wollen nur noch Rocker jetzt.
sprengen wir eindeutig die 3-Minuten-Marke. Ich sag mal, unsere Songs sind ein bisschen abwechslungsreicher als die größtenteils 3-Akkorde-Songs, die momentan im Radio laufen. Hallo, ich bin der Mo. Ich bin der Steffen. Ich bin der Marc. Ich bin der Holger. Und ich bin der Ray. Und wir sind Circles! In diesem Jahr feiert die Stadt Dahn einige Jubiläen, beispielsweise 100 Jahre Fußballclub oder 40 Jahre Kunstvereinigung Wasgau. Doch das feierwürdigste Ereignis fand im Jahr 1963 statt. Denn Dahn bekam damals das Stadtrecht von Ministerpräsident Peter Altmaier zugesprochen. Somit hat die Stadt genügend Gründe zu feiern. 1963 wurde die Ortsgemeinde Dahn zur Stadt ernannt. Durch die Verleihung wurde die Stadt sozusagen ausgezeichnet, da sie sich von einer Vielzahl von anderen Gemeinden abhebt. Schon Jahrzehnte vor der Verleihung glänzte Dahn mit städtischem Charakter. Stadtbürgermeister Alexander Fuhr bedankte sich in seiner Rede bei allen ehemaligen Bürgermeistern, Stadtbürgermeistern und Beigeordneten dafür, dass sie aus Dahn das gemacht haben, was es ist. Ich freue mich, dass neben denen, die heute in Verantwortung stehen, auch viele Freunde und Ehemalige zu dieser Jubiläumsveranstaltung gekommen sind. Und an deren Spitze will ich begrüßen meine beiden Amtsvorgänger, Willi Kissel und Manfred Schreiner. Für ihren Einsatz möchte ich Ihnen beiden an dieser Stelle den Dank der Dahner Bürgerschaft aussprechen und mich für Ihren langjährigen Einsatz ganz herzlich bedanken, auch persönlich. Aber auch die Bürger sind wichtig, um einer Gemeinde städtischen Charakter zu verleihen. Das ist entscheidend, das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, weil sie leben eine Gemeinde, eine Kommune, eine Stadt. Sie bestimmen, ist ihr Leben in einer Stadt, ist ihr Angebot, Kultur, Verein, Sport, alles was freiwillige soziale Dienste, freiwillige Angebote im Schutzbereich, Feuerwehr, das wird alles durch Bürgerinnen und Bürger getragen und dieser Einsatz ist das Entscheidende für eine Stadt. Im Bereich Gewerbe. Heutzutage hat eine Stadt kein eigenes Steuer- und Münzrecht mehr. Aber die Verleihung des Titels Stadt ist eine Anerkennung dafür, dass die Stadt Verantwortung für sich und die umliegenden Gemeinden übernimmt. Und dafür auch nochmal herzlichen Dank. 1992 wurde Dahn in das Programm der städtebauliche Erneuerung aufgenommen. Große Sanierungen wie zum Beispiel der Stadtkern und das ehemalige Krankenhaus positionieren Dahn als Förderschwerpunkt der Südwestpfalz. Und ich bin gerne hier in der Region. Innenminister Roger Lewens erinnerte in seiner Rede, dass bei der heutigen schnelllebigen und hektischen Zeit es auch mal gut tue, innezuhalten, um die besonderen historischen Ereignisse wie einer Verleihung der Bezeichnung Stadt zu erinnern. Und bei der Alexander Fuhr eben beschrieben hat, dann auch auf den Er erinnerte auch an die Dahner Sommerspiele, glaube, die damals mit ins Leben gerufen wurden und eine große Bedeutung für die Stadt haben. Das sind Leistungen, die sich mehr als sehen lassen können, die aber nicht Aber nicht nur Dahner profitieren von den Sommerspielen, auch Gemeinden im Umland und auch der ein oder andere Pirmasenser. Landrat Hans-Jörg Dupré sprach in seiner Rede über den Stadtgeist und Stadtfreiheiten und erklärte, warum Dahn als Stadt wichtig für den Landkreis ist. Dahn ist einer unserer Mittelpunktorte hier für den Wasgau.
natürlich ganz besonders wichtig als Versorgungszentrum, aber auch als ein Zentrum der Gemeinsamkeit, des kulturellen Zusammengehens und natürlich auch ein schulisches Zentrum. Und deswegen ist es wichtig, dass Dahn auch als städtische Region sich erhält. Gerade mal 51 Gemeinden in Rheinland-Pfalz wurde der Titel Stadt zugesprochen. Zum Jubiläum erhielt die Stadt Dahn ein nagelneues Landeswappen. Zentrum ist Verbandsbürgermeister Wolfgang Bambay erklärte, dass so eine kleine Stadt wie Dahn Mittelzentrum sei, liege an den dünnen Besiedlungen des Felsenlandes. Allen Dahnern, insbesondere dem Stadtbürgermeister, mag sein, dass Dahn als Provinz bezeichnet wird. Kulturell sind sie das nicht. Bambay erinnert, dass Dahn ein Gymnasium und eine Realschule plus mit Fachoberschulreife und beides als Ganztagsschulen hat. Was nicht selbstverständlich für eine Gemeinde dieser Größe ist. Natürlich umrahmten die Wieslauter Musikanten, der Männergesangsverein und zwei Abiturienten die Veranstaltung musikalisch. Auch die französische Partnerstadt Barcelona ließ sich die Feier nicht entgehen und überbrachte im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft Grüße, ausgesprochen von der Beigeordneten Marie-Jean Herbach. Für die Einladung zu diesem Festakt, 50 Jahre Stadtrechte und 50 Jahre Dahner Sommerspiele, möchten wir uns herzlich bedanken. Mit allen Bürgerinnen und Bürgern und ihren Freunden aus nah und fern soll das Stadtjubiläum mit einem viertägigen Kurparkfest vom 9. bis 12. August ausgiebig gefeiert werden. Vom 11. März bis zum 7. April sind rund 60 Südwestpfälzer dem Aufruf der Sparkasse Südwestpfalz gefolgt, ein regionales Fotomotiv für die Gestaltung von Kreditkarten beizutragen. Mit Motiven wie Drachenfels, Teufelstisch oder Herzogplatz kann man nun diese optisch aufwerten. Die besten drei Motive erhielten zudem eine Honoration des Geldinstituts. Wallfischbach-Burgalben ist über 800 Jahre alt. Das heißt, es ist in der Geschichte des Ortes einiges passiert. Vor 30 Jahren, zum Jubiläum des Ortes, dachten sich dann einige Bürger, dass dieses Erbe erhalten bleiben sollte. Und so gründete man den Verein für Heimatpflege. Mittlerweile kann man im Vergleich zum Ortsjubiläum ein kleines, aber trotzdem nicht minder schönes Jubiläum feiern. Der Verein für Heimatpflege Waldfischbach-Burgalben feierte sein 30-jähriges Jubiläum. Am 20. April fand deshalb ein Empfang im Heimatmuseum statt. Der Verein befasst sich vor allem durch Vorträge und Ausstellungen mit der Heimatgeschichte von Waldfischbach-Burgalben. Zur Begrüßung sprach der Vorsitzende des Vereins einige Worte und erzählte dann noch etwas zur Vereinsgeschichte. Die Gäste des Empfangs schlossen sich dem an und sprachen Grußworte an alle. Für die Gemeinde und lernt man, dass man manches besser versteht in der Gegenwart. Im Anschluss wurden Ausstellungen über das Vereinsleben, das Heimatmuseum und die Veranstaltungen des Vereins, der Amateurmaler, des Hausfrauenbunds und anderer eröffnet. Zu sehen waren Fotos, Plakate, Presseberichte, Broschüren und vieles mehr. Es gab auch einiges über die vielseitigen Aktivitäten und Angebote des Vereins zu hören. Das Gebäude des Heimatmuseums wird für 170.000 Euro energetisch saniert. Es ist ein ehemaliges bayerisches Forsthaus, das unter Denkmalschutz steht. Der Empfang wurde von einer Bläsergruppe der Moosalbtaler musikalisch umrahmt.
So, liebe Zuschauer, das war's auch schon wieder für diese Woche von unserem Wochenmagazin. Wenn Sie all unsere Magazine und Beiträge von unserer deutsch-französischen Musiksendung noch einmal in voller Länge erleben wollen, empfehle ich Ihnen unseren YouTube-Channel unter www.youtube.de/oktvswp. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder zu unserem Magazin dabei sind. Thank you.